sehen, Autofahren soll in Zukunft zum Erlebnis werden, sitzen so bequem wie daheim im Wohnzimmer und gleichzeitig Entertainment per Knopfdruck oder Spracheingabe. Möglich wird das alles durch intelligente Softwaresysteme, die unter anderem bei uns in Bayern entwickelt werden. Mehr von meiner Kollegin Angela Fischer. Beinfreiheit auf der Rückbank. In dieser Relax-Position lassen sich selbst längere Autofahrten bequem aushalten. Als Beispiel hier kann man hier natürlich einen Tablet-Halter mit integrieren, den dann natürlich auch komfortabel zu sich ranholen an den Sitz oder auch nicht, wie das gewünscht ist. Mit ein paar wenigen Klicks wird das Auto zur Chill-Area. Dahinter steckt intelligente Software, die das Zusammenspiel verschiedener mechatronischer Funktionen vollautomatisch miteinander vernetzt. Entwickelt wurde das smarte Innenraumkonzept vom oberfränkischen Automobilzulieferer Brose. Das ist auch ein realistisches Fahrzeugkonzept, also das ist jetzt kein Konzept, was 5 Jahre oder länger für eine Entwicklung benötigt. Das geht rein theoretisch für jedes Auto. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Fahrzeuginnenraum habe ich. Ladefläche schaffen im Innenraum. Auch das ist mit nur wenigen Klicks möglich. Und dann sieht man hier recht schön, da fahren wir hier komplett ins Heck, ist keine Position zum Sitzen, sondern die zweite Sitzreihe schmiegt sich praktisch ins Heck hinein. Und genauso der Beifahrersitz, der praktisch unter das Dashboard somit eintauchen kann. Türklinken waren gestern. Diese Autotüre öffnet selbsttätig mit Hilfe von Radarsensorik. Wir haben ein komplett intuitives System entwickelt mit allen Sicherheitsfeatures. Das heißt, unser Radarsensor verhindert eine Kollision zum parkenden Fahrzeug beispielsweise. Wir haben aber trotzdem noch einen manuellen Griff, einen mechanischen Backup-Griff sozusagen, den ein Ersthelfer dann bedienen kann, um die Tür zu öffnen. Innovative Lösungen für mehr Wohlfühlkomfort. Dazu gehören auch Ideen, die noch Zukunftsmusik sind. Wir überlegen zum Beispiel auch sogenannte Noise-Canceling-Bubbles um sie rum zu machen, damit es um sie rum ruhig ist, aber ein anderer zum Beispiel Musik hören kann. Also da ergeben sich ganz, ganz tolle Dinge. Smarter mit dem Auto von A nach B. Mit seinem Know-how will das oberfränkische Unternehmen dazu beitragen.